So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play Brothers, A Tale of Two Sons. Und wir können jetzt zum einen hier das Tor runterklappen, aber zuerst gehen wir mal runter zu den Kaninchen und gucken mal, was die schwarzen Kaninchen gegen das Pinke haben. Ja! Hopp. Ich kann es auf jeden Fall scheuchen. Oh, ah, der kann die packen, okay. Ach, mit dem pinken Kaninchen kann man jetzt die schwarzen jagen, oder was? Hm. Okay. Gucken wir erstmal, was da drüben ist mit dem... mit diesem Rad hier. Ich schätze mal, das muss der große Bruder machen. Alles klar. Achso, okay, der muss weiterlaufen, alles klar. Was ist hier mit dem Vogel? Ja, lass man den einfach mal frei. Flieg, kleines Vögelchen. Ah, ich habe voll die gute Idee. Ups. Wir können da bestimmt ein Kaninchen da reinsetzen, oder? Jetzt brauche ich eigentlich nur den kleinen Bruder. So, der Große kann hier oben warten. Ja gut, dann muss er... So, ich hoffe, wir können das jetzt mitnehmen. Anscheinend nicht. Naja, gut, dann probieren wir es mal so. Wie wir es eben... Ah, hier können wir auch noch hoch. Hallo? Ey. Ey, ey, ey. Key, when are they? Okay, wir müssen anscheinend über die Brücke. Ich finde es interessant, wie viel dieses Spiel erzählen kann. Ohne ein Wort zu sagen, sozusagen. Können wir da ein Schaf einstellen, was da läuft? Sehr lustig. Ja, Tatsache, es läuft. Ja, Mann. Genius. Das arme Schaf ist jetzt von der Herde abgetrennt. Manu. Und hier runter. Gut. Wo geht's als nächstes hin? Alles klar. Zack. Und hier hoch. Oh. Okay. Und da unten ist die Bulldogge noch. Die da wieder irre durch die Gegend rennt. Was ist das da auf meiner linken Seite? Für ein merkwürdiges Geräusch. I. Okay. Ach, er weint. Ach komm, wir heitern ihn ein bisschen auf. Ist da wer gestorben? Es wirkt so. Alles klar. Wir werden es hier durchlassen.
Ich glaube echt, dass der irgendwen verloren hat. Wahrscheinlich seine Frau. Hi! Dia! Ja, so. Alles klar. Können wir uns hier wieder hinsetzen? Wie schön das einfach aussieht hier. Oh Gott. Ich sehe nichts. Okay. Dann der Bruder zuerst. Ah, ach so. Okay. Willst du mir auch noch helfen? Okay, okay. Dankeschön. Ich mag den. So, und dann sind wir auch schon auf der anderen Seite. Gleich. Jawohl. So. Ich hoffe, er kommt gleich wieder hinterher. Also muss ich wirklich ein bisschen dran... Ah, da ist er, glaube ich, schon wieder. Man muss sich echt ein bisschen dran gewöhnen hier mit dem einen Stick den einen Bruder und mit dem anderen den anderen. Und wenn die so... Wenn der jetzt auf der Seite steht und der hier, dann vertauscht man die schon mal gerne mit den Seiten. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spielprinzip. So, wirfst du uns rüber? Oder? Ach so, ich glaube, der macht das ganz freundlich. Ach so, alles klar. Dankeschön. So, der kommt schon hinterher. Wie Link damals. Und dann... Okay, das ist ja alles noch erreichbar für uns. Nope. Oh. Scheiße, der kleine Bruder ist runtergefallen. Noch mal ein bisschen Platz. Ich war heute in der Hobbit. Wollte ich nur mal anmerken. Ah, okay, der macht sich jetzt so breit, dass wir... Ah, alles klar. Dankeschön. Wie erinnert mich das ganze Setting so ein bisschen an Herr der Ringe? Also vom Setting her, so ein bisschen wie... Also dieser Zauber, der da irgendwie ist, erinnert mich ein bisschen daran. Ja, es könnte auch jedes andere Fantasy sein, aber... Gerade wo ich heute in Herr der Ringe, also beziehungsweise der Hobbit gesehen habe, erinnert es mich doch stark daran. Oh. Hey, nein! Und hopp. Ah, so. Also es ist manchmal ein bisschen knifflig. Aber, naja. Zack. So, der eine Bruder und der andere. Sehr schön. Ich glaube, dieses Let's Play kann man sich auch sehr gut zum Einschlafen angucken, oder? Hey, nein! Dieser absolut entspannende Soundtrack. Ich liebe diesen Soundtrack. Ich werde mal gucken, ob ich den irgendwo herkriegen kann. Ach so. Was macht er jetzt? Oh nein. Oh. Na gut. Aber es ist noch schön hier. Alles klar. Und dieser Grafikstil, ne? Ich kann es nur immer wieder wiederholen hier. Es ist so ein schönes Spiel. So, kleiner Bruder. So. Also ich bin froh, dass ich es mir jetzt im Winter Sale geholt habe.
Hier hin oder? Ach so, okay. Kann er da hoffentlich. Ich hoffe, der kann uns noch hinterher kommen. Ich will ihn nicht verlieren. Unser guter Freund. Ja, gut. Kleiner Ladescreen. Aber ich bin echt beeindruckt, wie minimalistisch sozusagen die Story ist, aber wie umfangreich gleichzeitig. Ja, es wird ja eigentlich so gut wie nichts gesagt und trotzdem weiß man sofort Bescheid, worum es geht. Mal hier schön auf die Bank setzen. Und gucken, was uns erwartet. Naja. Kein Problem. Wie schön das einfach aussieht. Auch wenn es was ganz anderes ist als die Stadt eben die ganze Zeit. Oh Gott. Wie ich das gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich würde eher Nein sagen. Jupp. Zack. Ja, Mann. Richtig. Richtig Multitasking, was ich hier mache. Okay, ich gucke erstmal hier die Treppe hoch. Oh, jetzt sind sie wieder vertauscht. So. Haben wir hier irgendwas? Was ist das denn hier? Okay, das brauchen wir wohl für irgendwas. Können wir hier durch? Nee. Dann müssen wir wohl außen rum. Hier müssen wir doch langkommen, oder? Ja, sehr schön. Oh. Ah, okay. Da muss der kleine Bruder vorgehen. Wie schön. Aber was ist das für ein Teil? So. Also bisher sind die Rätsel Gott sei Dank nicht... Also das heißt Gott sei Dank. Bisher sind sie halt nicht so schwer. Also auch Leute, die keine großen Rätselfans sind, können dieses Spiel gut spielen. So, und wo packen wir das Ding jetzt rein? Ach, ich kann es mir schon vorstellen. Und... So. Und schon haben wir einen kleinen Steg. Sehr schön. Dann haben wir das Rätsel auch souverän gelöst. Das ist ein schöner Ausblick hier. Was ist das hier? Zurück. Ah, okay. Drehen. Und... Ja, Mann. Schnell da drüber. Wollen sie sich wieder einfahren. Aber die Atmosphäre wird richtig gut übertragen, muss man sagen. Wenn ich nicht gerade reinquatsche. Zack. Noch grafisch ist es auf jeden Fall sehr überwältigend. Also nicht, dass es jetzt irgendwie eine Mega-Grafik hat wie Crysis 3 oder so.
Es ist halt einfach der Stil an sich und wie er sich in die ganze Welt einpasst. Fällt mir richtig gut. Ah, ich hab's mir gedacht. So. Ich glaube, ich mache jetzt einfach jede Folge 20 Minuten lang. Zack. Sehr schön. Ich meine, dann wird das zwar ein recht kurzes Let's Play, aber... Was soll das? Was soll der Geiz? Ah, wieder eine schöne Bank. Oder ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier einfach. Gut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das Spiel findet. Und hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.